Schiefer und so oder auch mit Spitz machen können. Dafür kommen dann wieder Sonderfahrzeuge zum Einsatz, sogenannte Parkpullis. Die können im Gegensatz zu den normalen Raupen geschützt extrem weit erstellen. Das heißt, wenn wir das gleich nochmal zeigen, dann führen wir nach vorne. Dann zeigt man die Unterschiede, wie weit die Schutzerstellungen sind. Und wie schwer das ist, auch die Modelle nachempfinden. Die schwarz-rote Raupe kann sich schön, also gar nicht so weit rot nach vorne kippen, wie sie die verwehren. Es wird auch nirgends so eine Unterkonstruktion verwendet. Es wird alles dann auf Schnee gebaut. Und das kann also schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt aber noch diverse andere Sonderfahrzeuge. Jeder, der Schiefer hat es schon mal erlebt, ein Unfall. Dann kommt ein Schieber mit einem Akia zum Einsatz. Oder wenn es schlimm ist, der Hubschrauber. Der Hubschrauber hat nur Nachteile. Bei Schlechtwetter kann er nicht fliegen.